So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses und Dinge, yo! Nee, Spaß beiseite, wir sind natürlich das, kennt ihr das? Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Irgendwann vor 100 Jahren hat mir The Crazy O, aka Marius, aka Zai, ruf doch die Polizei, ein Paket geschickt, beziehungsweise war er hier, hat das mitgebracht, hat sich selbst mit reingepackt. Da war diese Maske drin, die er ja in den letzten Runden des NAR-Battles immer getragen hat. Da war dieses T-Shirt hier drin, das hässlichste T-Shirt, was ich je gesehen habe, aber ich trage es mit vollem Stolz. Ne? Da war diese CD drin, ich habe noch nicht einmal reingehört. Aber was hat das Ganze mit Ramses Kitchen zu tun? Da waren nämlich auch diese zwei Dosen Crazy O-Saft drin. Crazy O, Crazy O-Saft ist natürlich O-Saft, also Orange, hier steht auch, bis 11.08.23 haltbar Bio-Orange. Das ist also was ganz Besonderes. Den wollen wir heute nämlich mal testen. Erstmal hier im Berliner Luftgläschen und dann, weil man es genießen muss, einfach alles zusammen in diesem auf die dicken Bierglas. 100% Orangensaft. Aus Orangensaft, Konzentrat, enthält von Natur aus Zucker, reich an Vitamin C, 200 Milliliter und hat sogar hier 25 Cent Pfand. Das sind 50 Cent Pfand, das heißt, joa, das ist ein halber Euro. Guckt euch nochmal die Dose an, wie die aussieht. Hier sind lauter Orangen drauf, das sieht sehr schön aus. Hier seht ihr den Crazy O als Zai. Mit der Maske, die Maske, die ich am Anfang anhatte, hier noch mehr Orangen, da steht noch Crazy O Saft. Hier ist extra so ein Megafon, da kommt eine Faust, eine Hand raus und quetscht eine Orange zusammen. Ne? Muss man erstmal überlegen, wie diese gelben Dinger heißen, die orangenfarbenen Orangen. Und hier steht da noch, gut geschrien ist halb gepresst. Gut geschrien ist halb gepresst. Ich habe zwei Döschen. Ich könnte theoretisch eine trinken und eine dann ja, aufheben. Aber ich kann die auch aufheben, wenn die leer sind. Also würde ich wahrscheinlich einfach beide trinken. Warte mal. Ich glaube, fürs Thumbnail bietet es sich wahrscheinlich an, wenn wir nochmal eine Maske aufsetzen und den dann in die Kamera halten. Der Crazy O-Saft bei Ramses Kitchen. Ohne Emotion, ohne irgendwas. Einfach nur so fürs Thumbnail. Das kommt hier wieder weg. Das riecht eh nach altem Gummi. Das T-Shirt riecht irgendwie auch irgendwie so nach altem Gummi. Weiß ich nicht. Was die da, haben die da ihre Gummipuppe immer mit eingewickelt oder so? Wir machen das jetzt erstmal hier auf. Muss man das schütteln? Saft, das dürfte keine Kohlensäure drin sein. Ich schüttel's mal, falls da Fruchtfleisch drin ist, was sich abgesetzt hat. Jetzt macht's BOOM! Joa, es macht wirklich BOOM, obwohl es Saft ist, okay. Das ist der Gärungsprozess, das finde ich sehr gut. Den tun wir jetzt mal dahin. Boah, wir riechen mal dran, der riecht auf jeden Fall schon wie Afghanistan. Jetzt füllen wir den mal ein Stück hier ein. Einfach nur einen kleinen Becher, wir machen einen ganzen Becher. Vielleicht entdecken wir noch irgendwas, was nicht drin sein soll. Ist der noch gut, ist jetzt die Frage. Der ist ja, du darfst doch gar nicht spritzen, Bruder. Jetzt haben wir ein Gläschen Crazy O-Saft. Der ziemlich merkwürdig riecht. Sehr säuerlich. Ich probiere mal. Guter Geruch scheint einfach so zu sein. Der wirkt fruchtig, orangig, gleichzeitig aber auch irgendwie das ganze Glas ist weiß, sieht aus wie jetzt ein Bierglas, total schaumig und sämig. Also keine Ahnung, was mit dem abgeht, ob frisch gepresster 100%iger Orangensaft so ausrastet. Das werden wir jetzt gleich rausfinden, indem wir eine zweite Dose aufmachen. Fruchtfleisch habe ich jetzt nicht gemerkt, aber Druck ist da, haben wir jetzt auch hier, Moment. Da kommst du dir vor wie Stone Cold Steve Austin. So, den füllen wir jetzt auch mal hier ein. Guckt euch das an, wie schön das aussieht, wenn der dann hier drin ist. Ich glaube, jetzt ist schon vorprogrammiert, heute Abend wieder Bauch Ramses, ne? Wenn es dir im Wanst rumgeht.
Bauch Ramses am Start. Füllen wir auch noch ein. Wir wollen ja das ganze Ding probieren, damit wir den nicht noch länger. Bei mir ist jetzt 9/2022. Der ist bis 8/23 haltbar. Also im Prinzip noch ein ganzes Jahr. Das ist der ganze Orangensaft hier auf dem Gefrierdings drauf. Aber guckt euch das an. Sieht das nicht stark aus? Sieht aus wie ein Milchshake. Ein Mango-Milchshake. Jetzt neu. The Crazy O-Saft. Könnt ihr euch nicht bestellen. War, glaube ich, nur so 2-3 Dinger fürs Musikvideo damals im NR-Battle. Ne? Und würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Guckt euch die Dose nochmal an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und man kann es trinken. War erst ein bisschen abgedingst durch Geruch und Zeugs, aber ich glaube, das ist Bio. Das Bio ist das, was da so deutlich gut rausschmeckt, ja? Prost! Ja, brennt ein bisschen. So ein Zibbel, ne? Aber ansonsten irgendwie trotzdem Orangengeschmack. Also auf jeden Fall was ganz Besonderes. Dankeschön, Crazy O dafür. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ja, Ramses, genau. So.